Bei der Mainzer Kriminalpolizei geht eine Ära zu Ende. Ines Rose geht nach 41 Dienstjahren in den Ruhestand. Sie war 30 Jahre lang Leiterin des Kommissariats 2, zuständig für Sexualdelikte und Gewalt gegen Frauen und Kinder. Sie hat jetzt viel Zeit, sich auf ihr Privatleben zu konzentrieren. Und ein wesentlicher Bestandteil ihres Privatlebens ist der Ausdauersport. Wir treffen Sie hier beim Joggen am Rhein. Ja. Frau Rose, Frauen, die allein am Rhein joggen, vielleicht auch in den Abendstunden, jetzt wo es früh dunkel wird, haben ja öfter auch mal eine Begegnung, die nicht so angenehm ist, wenn ihnen da Männer gegenübertreten. Was sollten Frauen beachten, die abends allein unterwegs sind im Moment? Also das Wichtigste ist, dass man irgendwo die Möglichkeit hat, sich Hilfe zu holen. Ja, also entweder läuft man gemeinsam, das ist das Optimale, man läuft einfach mit mehreren Leuten in der Gruppe, oder aber Wege, wo man irgendwo klingeln kann, wo, wenn man schreit, man gehört wird, vielleicht ein bisschen beleuchtet, dass man auch gesehen wird. Und dem Täter gegenüber, wenn wirklich jemand kommt und kommt auf mich zu, am besten so früh wie möglich kontern mit allem, was Frauen können. Kratzen, beißen, treten, spucken, brüllen, treten, alles was geht. Solange der Täter einen noch nicht hat, tatsächlich am Wickel hat, solange macht es Sinn, weil der Täter merkt, oh, das wird unbequem, also die Frau wird sich wehren und dann werde ich kein leichtes Spiel haben. Und dann treten die meisten zurück. Schreckschusswaffen sind ja erstmal ein Monster, das nimmt man zum Laufen sicher nicht mit. Auch der andere gegenüber weiß nicht, was es für eine Waffe ist und dann muss man mit sehr starkem Widerstand rechnen. Pfefferspray wissen die meisten gar nicht, wie es benutzt wird und man wird oft selbst irgendwo in Mitleidenschaft gezogen. Ich halte davon überhaupt nichts. Das Einzige, wovon ich was halte, ist der schrille Alarm. Mhm. Den kann man ja in Waffengeschäften erwerben. Das ist schon eine gute Sache, wenn man es am Körper festmacht und man einen Stift ziehen kann und dann dieses Ding schrillt und schrillt und hört nicht auf. Es ist ein Ersatz für Hilferufe, weil viele Frauen in diesem Schockmoment nicht mehr schreien können. Und das Weitere ist einfach, man vertreibt ihn, weil kein Täter wird weitermachen, wenn er mit dieser Geräuschkulisse, und das ist wirklich sehr laut, dann versucht, seine Tat zu vollenden. Wir gehen ja gerade auf die Fasnachtszeit zu und in der Fasnachtszeit haben es Frauen auch oft nicht leicht, wenn sie so im Getümmel unterwegs sind und so mancher Mann verliert dann ja auch manche Hemmungen. Was können Sie da Frauen für Tipps geben? Also in der Fasnacht spielt der Alkohol mit Sicherheit eine große Rolle, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Insofern sind diese Pöpeleien, Busenkrapscher oder mal zwischen die Beine greifen öfters der Fall. Wichtig ist, dass Frauen direkt reagieren und sofort signalisieren, mit mir machst du das nicht. Ja? Vielleicht auch laut schreien, dass viele Leute, die mit Sicherheit drumherum stehen, aufmerksam werden und mithelfen können. Ja? Das Zweite ist, ich rate einfach den Frauen, vor allem den jungen Mädchen, mit Alkohol vorsichtig zu sein, weil man mischt sich heutzutage ganz viel Getränke. Man weiß die Konzentration nicht, man trinkt bei anderen, die sich was zusammengemischt haben, mit. Man trinkt verschiedene Getränke, alkoholische Getränke durcheinander. Und das hat oft verheerende Folgen, dass man überhaupt nicht mit umgehen kann und plötzlich den berühmten Blackout hat und völlig hilflos in so einer Situation ist. Also die Fasnacht hat ja eigentlich den Vorteil, dass immer viele Leute um einen drumherum sind. Und ich bin oft erschrocken, dass viele Frauen davon keinen Gebrauch machen und weglaufen. Aber man könnte ja sich Hilfe holen. Ja? Man kann ja irgendwelche Leute anfassen und sagen, hallo, bitte helfen Sie mir, der fasst mich hier an, wo ich nicht will. Oder der macht irgendwas mit mir, was ich nicht will. Wichtig ist halt, dass man nicht in einsame Ecken geht, wo dann diese Hilfe nicht mehr möglich ist.